Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video über die Grundlagen der Elektrotechnik. Auch heute wollen wir über die Leistung sprechen. Und zwar wollen wir Leistungen bestimmen von einem sogenannten DC-DC-Wandler. Was ist ein DC-DC-Wandler? Ein DC-DC-Wandler ist ein Gerät, welches DC-Spannung, also Gleichspannung, auf DC-Spannung wandeln kann. Das heißt, es gibt eine DC-Spannung von einer gewissen Größe, es gibt eine zweite DC-Spannung von einer gewissen Größe und dazwischen kann ich variieren. Okay? Ausschauen, vorstellen kann man das Ganze so. Kastel. Das ist unser DC-DC-Wandler. DC-DC-Wandler. Der hat einen Eingang auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er einen Ausgang. Ja. Am Eingang habe ich eine gewisse Spannung U1 und am Ausgang habe ich eine gewisse Spannung U2. Und ich kann mir jetzt aussuchen praktisch das Übersetzungsverhältnis. Es geht sogar so weit, dass der Ausgang, dass die Ausgangsspannungen geregelt werden bei manchen Dingen. Dann kann die Eingangsspannung eine gewisse Varianz aufweisen und die Ausgangsspannung bleibt immer konstant. Das ist zum Beispiel wichtig bei irgendwelchen batterieversorgten Geräten oder so. Die Batteriespannung ändert sich und das Gerät intern hat immer gleichmäßige Spannung. Da gibt es Step-Up- und Step-Down-Konverter. Step-Up-Konverter machen aus einer kleinen Spannung eine größere Spannung. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich eine 1,5 Volt Batterie habe, brauche drin aber, weiß ich nicht, 4, 5 Volt. Ja, dann kann ich einen Step-Up-Konverter verwenden. Step-Down-Konverter machen aus einer größeren Spannung eine kleinere Spannung. Das ist relativ häufig auch bei batterieversorgten Geräten, dass da irgendwelche Lithium-Ionen-Zellen oder was auch immer drin sind und die haben halt, weiß nicht, der Notebook-Akku hat 18 Volt oder was und innen drin braucht er nur 3, na, dann ist halt sowas drin. Ja? Und dann kann der Notebook-Akku da 18 Volt haben, dann kann er 17 Volt haben, da innen sind immer 3 Volt. Ja? Da habe ich so einen Teil. Das wäre ein Beispiel eines so einen kleinen DC-DC-Wandlers. So schaut das aus. Das ist der Eingang, das ist der Ausgang. Da, hier, das ist ein Step-Down-Konverter, das heißt, hier brauche ich eine größere Spannung wie hier. Mit diesem Potentiometer, mit diesem kleinen Schrauber hier, kann ich mir praktisch einstellen, wie groß die Ausgangsspannung sein soll. Ich habe das zuerst schon ein bisschen gemacht. Es ist nämlich so, dass ich mit diesem DC-DC-Wandler diesen Lüfter hier betreiben will. Der Lüfter braucht 12 Volt. Okay. Und hier rüben werde ich noch 30 Volt anhängen. Wir werden also von 30 Volt auf 12 Volt in etwa wandeln. Ja? Und dann schauen wir uns das an. Ja? Was wir nämlich feststellen wollen ist, wie viel Strom rinnt da hinein. Ja? Da gibt es auch ein I1. Und wie viel Strom rinnt da raus? I2. In unserem Beispiel werden wir da hinten eben, da hinten, werden wir unseren Ventilator dranhängen. Ja, ich mache das da jetzt so. Das ist keine Blume, ja, das ist ein Ventilator. Ja, und dann werden wir das messen. Und darum werden wir eben 30 Volt hineinspeisen mit meinem Labernetzteil hier. Ja, bauen wir das gleich einmal auf. Pass auf, da lege ich das da her. Das da mal. Dass das da nicht so schier herumwackelt, werde ich das einfach da anstecken. Gell? Zack. Ja. Jetzt gehen wir da rüber. Schaut gut aus. Da hier, regeln wir das. Wenn wir uns da mit so Krokodil kämen, plus und minus werden wir den DC-DC-Wandler versorgen. Da gehen wir da her. Minus und plus. Also mit minus und plus gehen wir da her. Das heißt, da haben wir unseren Eingang, da haben wir unseren Ausgang. Drehen wir mal auf, was passiert? Leuchtet nicht schlecht, leuchten gut, rauchen schlecht. Schauen wir an, was haben wir jetzt wirklich für Spannungen zusammengebracht? Kann man das eh lesen? Ja, kann man halbwegs. Was haben wir wirklich für Spannungen zusammengebracht?
Eingangsspannung U1. Ja, komm her. 29,941 Volt. Schreiben wir das auf. U1. Aufpassen, dass ich nicht zusammenstoße. U1. 29,941 Volt. Was haben wir? U2. Fangen wir rein. 12,062 Volt. U2. 12,062 Volt. Gut. Haben wir mal die Spannungen bestimmt. Im Normalfall müsste man natürlich den Innenwiderstand des Messgerätes berücksichtigen. Aber jetzt schauen wir mal, ob sich das Ding überhaupt dreht. Legen wir den daher. Ja, hängen wir den an. Das ist Plus. Das ist Minus. Ah, Bursche. Dreht sich. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dreht sich. Messen wir die Spannung am Eingang. Die Spannung haben wir schon. Messen wir den Strom am Eingang. Dazu hänge ich damit mein Netzgerät einfach dazwischen. Ja. Und zwar werde ich das einfach so machen. Drehen wir das auch. So. Dass wir uns verstehen. Ja. Ich gehe hier in mein Netz. Muss ich ja seriell, gell? Muss auf Strom umschalten. Milliampere werden schon reichen, hoffentlich. Ja, weil sonst sind die Drahte eh zu kurz. Werden mit daherhängen. So. Dann hole ich mir hier die Spannung und gehe rein in mein Netzgerät. Ja. Also ich hänge mich da jetzt praktisch auf der Primärseite hinein und dann schauen wir, was rinnt da für Strom. Aha, da rinnt jetzt schon einer. Das ist natürlich, wenn wir jetzt das anhängen. Rinnt ein gewisser Strom. Ja? Auf der Eingangsseite da. Auf der Eingangsseite von meinem, das heißt das I1, sind, schreiben wir da auf, 77,7 mA. Okay? 77,7 mA. Notieren wir uns das. I1. Also 0,0777. Ja? So, jetzt haben wir das. Und jetzt schauen wir nur, welcher Strom auf der zweiten Seite noch hin. Jetzt funkt es wahrscheinlich gleich. Na, Roy, das ist ein schönes. Da reißt es mir jedes Mal erst. Tack, tack, tack. Ozon. Etwas. Bisschen. So. Auf der Seite hängen wir uns auch dazwischen. Da gehe ich jetzt nicht direkt, sondern gehe hier wieder rein in mein Messgerät. Gell? Da ist Messgerät. Klack. Und außer vom Messgerät, und jetzt dreht es sich schon, was haben wir auf der zweiten Seite für einen Strom? Auf der 12 Volt Seite, I2, mal überschreibe ich da auf, 125, schreiben wir 125 mA auf, ja, da haben wir auch. 125 mA ist I2. So, 125 mA. Ja, ist da ja angesteckt, dass nichts passieren kann. Ein bisschen abgebaut. Aus den Augen, aus den Sinn. Was wir nämlich hier jetzt machen wollen, ist
die Leistungen auszurechnen. Okay? Also, wir berechnen die Leistung P1 auf der Eingangsseite. Das ist natürlich U1 mal I1 und das sind 29,941 Volt mal 0,0777 Ampere und das sind, Taschenrechner habe ich auch irgendwo, 29,941 Volt mal 0,0777 2,326 Watt. 2,326 Watt. Okay. Habe ich da Leistung. Auf der Ausgangsseite P2, was habe ich da für eine Leistung? Das ist U2 mal I2 und das sind 12,062 Volt mal 0,125 Ampere. Ja, 125 mA. Was kommt da raus? 12,062 mal 0,125, 1,50, machen wir es auch auf 3 Kommastellen, 8 Watt. Ja, passt. Ja, das heißt, da schicke ich 2,3 Watt rein, hinten kommen 1,5 Watt raus. Ah, interessant, oder? Interessant. Dazwischen ist der sogenannte Wirkungsgrad definiert. Der Wirkungsgrad oder Eta, ist das Zeichen, ja, sagt mir, wie viel Prozent der zugeführten Leistung bekomme ich auch wieder raus. Okay? Das heißt, in unserem Fall abführen durch die Leistung P2 und ich möchte schauen, was ist das für ein Anteil an P1 durch P1. Ja? Und das sind also 1,508 Watt dividiert durch 2,326 Watt. Was kommt da raus? 1,508 dividiert durch 2,326 0,648. Ja, das sind 64,8%. 64,8% der Leistung, die ich hineingesteckt habe, kommen nach hinten wieder raus. Wo kommt die restliche Leistung hin? Wird in Wärme umgewandelt. Das heißt, was heißt das jetzt eigentlich? Das Ding wird wärmer. Dieses Ding hier wird im Betrieb wärmer. Denn welche Arbeit führe ich zu? Es gibt die sogenannte Verlustleistung. Verlustleistung. Das ist die Differenz zwischen der zugeführten Leistung und der abgeführten Leistung. Das ist, die Leistung wird hier drinnen in diesem Bauteil verloren, geht verloren. Ne? Verlustleistung PV und das ist P1 minus P2 und in unserem Fall sind es eben 2,326 Watt minus 1,508 Watt sind 2,326 minus 1,508 0,818 Watt. 0,818 Watt Verlustleistung haben wir da drinnen. Das heißt, wenn wir das eine Stunde rennen lassen, haben wir 0,818 Wattstunden Verlustleistung. Oder pro Sekunde 0,818 Joule. Das macht es warm. Und wir haben ja auch etwas gehört von der spezifischen Wärmekapazität. Was heißt das jetzt? Ich meine, jetzt führe ich hier Arbeit zu und wir haben gehört, ja, die zugeführte Arbeit wird in Wärme umgewandelt, wird das Ding jetzt immer heißer und irgendwann verglüht? Theoretisch ja. Praktisch jedoch, wenn dieses Teil hier heiß wird, dann passiert Folgendes. Dann gibt es Wärme durch Wärmestrahlung an die Umgebung ab. Wenn das wärmer ist wie die Umgebung, kühlt es aus. Das kennen wir eh. Wärmestrahlung. Ja?
ist ein gewisses Q-Punkt oder eben eine Wärmeleistung, die hier abgegeben wird, ja, eine gewisse Wärmemenge Q wird abgestrahlt. Und berechnen kann man das so, dass man sagt, okay, es gibt einen sogenannten thermischen Widerstand, ja, RTH. Das heißt thermischer Widerstand. Und je größer der thermische Widerstand ist, desto schlechter wird das abgegeben. Ja? Der thermische Widerstand, der wird praktisch gemessen in Watt pro Kelvin. Das heißt, je größer der Temperaturunterschied ist zwischen dem Gerät und der Umgebung, desto schneller wird die Wärme abgestrahlt. Ja? Wenn ich ein Bauteil habe, ja, geht, und es hat 1 Grad Temperaturunterschied, geht es weniger schnell, wie wenn ich 100 Grad Temperaturunterschied habe, dann wird die Wärme sehr schnell dort abgestrahlt werden. Ja? Es ist jetzt so, dass die abgestrahlte Wärmemenge, ja, das Q-Punkt, das ist die Temperaturunterschied, der Temperaturunterschied, Delta T, dividiert durch den thermischen Widerstand. Wenn der thermische Widerstand sehr groß ist, wird wenig Wärmemenge abgestrahlt. Wenn der Temperaturunterschied sehr groß ist, wird viel Wärmemenge abgestrahlt. Okay? So kann man sich das vorstellen. Das heißt, irgendwann ist dieser Temperaturunterschied, das hat jetzt einen gewissen thermischen Widerstand, der hat das durch die Form gegeben irgendwie, ja? Weil wenn man dann wirklich mehr thermischen Widerstand brauchen würde, dann müsste man irgendwelche Kühlkörper hinaufgeben. Muss ich schauen, ob ich das schnell finde. Ja? Geht doch nichts über eine gute Vorbereitung. Ich habe nämlich auch einen zweiten. Finde ich jetzt nicht, aber ich habe irgendwo auch einen zweiten, so einen DC-DC-Wandler, der halt ein bisschen stärker ist, der ein bisschen mehr Strom kann. Ja? Und der hat dann Kühlkörper drauf. Wurscht, suche nachher Blende ein. Suche nachher Blende ein. Gefunden, einer, gefunden. So schaut das Teil aus. Schau. Ist schon ein größeres Gerät. Ja? Mit Kühlkörpern, also das hat dann kleineren thermischen Übergangswiderstand. Ja? Aber im Prinzip ist es das gleiche. Da ist halt Eingang und Ausgang auf einer Seite. Die mit Bot ist zum Einstellen irgendwas. Groß. Groß. Anderes klein. Klein. Ja? Aber im Prinzip ist das gleiche. Okay. Also durch die Form ist gegeben der thermische Widerstand und irgendwann ist der Temperaturunterschied hier so groß, dass genau die Wärmemenge abgestrahlt wird, wie hier zugeführt wird. Und dann, wenn da genau diese 0,818 Watt Wärmemenge abgeführt wird, dann bleibt die Temperatur konstant. Dann haben wir einen gewissen, dann ist er das Haarswurm, aber wird nicht mehr heißer. Den thermischen Widerstand kann ich runterbringen mit irgendwelche Kühlkörper oder sonst, oder ich kann die Oberfläche größer machen. Wenn da ein Kühlkörper drauf ist, dann wird der thermische Widerstand geringer. Und wenn es noch immer nicht ausreicht, dann muss ich draufblasen mit meinem Ventilator. Je mehr Luftmasse da vorbeiströmt, desto mehr Wärme kann von dort abgeführt werden. Das ist, solche Wirkungsgrade und Verlustleistungen, die gibt es immer. Ja? Bei einem Elektromotor zum Beispiel habe ich eine elektrische zugeführte Leistung und auf der Welle habe ich eine Drehzahl und ein Moment, also eine mechanische Leistung, und dazwischen habe ich auch einen Verlust. Der Elektromotor wird auch warm. Genau aus dem Grund, weil ich eben eine gewisse Leistung zuführe und eine weniger Leistung abführen kann, weil das dazwischen immer einen Wirkungsgrad gibt. Das hier ist praktisch ein Getriebe.
zugeführte Leistung, abgeführte Leistung. Wenn man das U1 praktisch mit Drehzahl oder Drehmoment sieht und das I1 entsprechend umgekehrt, ja, P ist M mal Omega, ist da eine Leistung vor dem Getriebe und hier eine Leistung nach dem Getriebe, da hat sich die Drehzahl und das Drehmoment geändert und das, auch ein Getriebe kommt nicht so viel Leistung aus wie eine geht, ja, weil da drin das Getriebe wird auch warm. Ja. Das ist genau das Gleiche, überall Wirkungsgrade. Ja. Das ist, und wenn man mehrere Sachen hintereinander schaltet, dann multiplizieren sich die Wirkungsgrade. Also wenn ich hier zum Beispiel 64% habe von hier und da der Ventilator zum Beispiel, der hat dann einen gewissen Wirkungsgrad, weil von dem will ich eigentlich einen Wind, aber nicht die ganze Leistung, zugeführte Leistung, wird auch in Windleistung umgewandelt praktisch, sondern nur 50%. Dann habe ich da einen Gesamtwirkungsgrad von 64% mal 50% sind 0,648 mal 0,5. 32,4% noch mehr. Okay? Habe ich nur mehr 32,4% der ursprünglich zugeführten elektrischen Leistung sind im Wind vorhanden. So wird das immer weniger. Immer weniger. Jedes Teil hat einen Wirkungsgrad. Ja. Das ist es für die Grundlagen der Elektrotechnik. Die nächsten Sachen, mit denen wir uns beschäftigen werden, sind jetzt einfache Schaltungen. Ja. Wir haben da schon gesehen, wir haben da ein Netzgerät, ja, also wir haben eine Spannungsversorgung und so weiter. Das wollen wir jetzt ein bisschen genauer sich anschauen. Mit irgendwelchen Symbolen werden wir da kämpfen. Ja. Irgendwelchen Strichel und Sachen. Da gibt es dann Symbole für Spannungsquellen, gibt es Symbole für Widerstände. Da werden wir uns langsam nähern. Das wird nachher in den nächsten paar Videos, die in einer eigenen Playlist zusammengefasst sind, passieren. Ja. Für diesen Abschnitt sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.